Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wie sieht Ihr Verhältnis zur Predigerschaft aus? Ich meine der wahren Predigerschaft der Kirche Gottes. Meinen Sie, wie so viele heute denken, dass man die Predigerschaft nicht benötigt, um gleichwohl sein Seelenheil erlangen zu können? Haben Sie auf der anderen Seite ein unnatürliches, ich möchte sagen beinahe abgöttisches Verhältnis, ein Respektverhältnis gegenüber Predigern, Geistlichen? Und dann die Frage, wie sollten sich die wahren Diener Gottes verhalten gegenüber Mitgliedern der Kirche? Und letztlich, wer sollte eigentlich im Gottesdienst predigen? Kann das jeder tun, dem es gerade so passt? Jeder Mann, ob ordiniert oder nicht? Jede Frau, jedes Kind? Nun, ich möchte heute einmal auf diese Fragen eingehen. Und ich möchte zunächst auf eine Stelle mich beziehen, die sehr viel Verwirrung angestiftet hat im Laufe der Jahrhunderte, die aber eigentlich sehr klar ist, wenn man das akzeptieren wollte, was in der Bibel deutlich geschrieben steht. Die Stelle befindet sich in Matthäus Kapitel 23. In Matthäus Kapitel 23 lesen wir eine sehr ernstzunehmende Aussage, ein sehr wichtiges Thema anschneidend, von Jesus Christus selbst. Und er sagt es in Matthäus Kapitel 23 und angefangen in Vers 6 und er spricht über die damaligen Pharisäer und die Sadduzäer und die Schriftgelehrten, diejenigen, die eben damals so das Sagen hatten in religiösen Dingen. Und er schreibt hier in Vers 6, sie sitzen gern obenan bei Tisch und in den Synagogen und haben es gern, dass sie auf dem Markt gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden. Aber ihr, sagt jetzt Christus zu seinen Jüngern, ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Und ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Vers 12. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Und dann fahren wir fort zu lesen in Vers 25. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird. Vers 27. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. So auch ihr, Vers 28, von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Und dann noch in Vers 33, ihr Schlangen, ihr Otternbrut, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? So, das sind sehr ernstzunehmende Worte, die Christus hier an solche Menschen ergehen lässt, die von sich vorgeben, fromm zu sein, die von sich vorgeben, wahre Diener Gottes zu sein, die aber durch ihre Lebensweise klar zum Ausdruck bringen, dass sie es nicht sind. Wenn ich an den gegenwärtigen Skandal in der römisch-katholischen Kirche in Deutschland denke, wo Jesuiten und andere sich jahrelang, jahrzehntelang an Kindern vergangen haben, sexuell. Und wenn ich an die Tatsache denke, dass solche Skandale ja auch vorher bereits in Amerika geschehen sind und dann auch in Irland. Und dass die katholische Kirche die ganze Zeit von diesen Dingen wusste, aber sie bewusst ignoriert hat. Entweder gar nicht sich um die Dinge gekümmert hat, oder vielleicht solche Priester, von denen es bekannt war, dass sie solche schrecklichen Dinge trieben, an andere Diözesen weitergeleitet haben. Kann man sehen, wie Christus über eine solche Heuchelei denkt? Man will von außen schön fromm erscheinen, ein schönes Gewand anlegen, aber innen drin ist man nicht nur voller Heuchelei, man ist voller Unrat. Und so fragt Christus heute diejenigen, die verantwortlich sind für diese Geheimnistuerei, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen?
Aber Christus sagt hier auch noch weit mehr. Kehren wir zurück zu den Anfangszitaten in Vers 8. Was meint er damit, wenn er sagt, ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, ihr seid Brüder. Ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und ihr sollt euch auch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, Jesus Christus. Nun, das Vater nennen ist ja ziemlich klar. Der Zusammenhang ist ja hier ein religiöser. Christus spricht ja nicht von unserem physischen Vater, von unserer physischen Mutter. Er spricht von religiösen Titeln. Und wenn heute sich jemand als der Heilige Vater nennen lässt, ist das ein klarer Verstoß, ein offensichtlicher Verstoß gegen das, was Christus hier klar und deutlich sagt. Aber es geht nicht nur um den sogenannten Heiligen Vater. Christus sagt, es gibt nur einen Heiligen Vater und der ist im Himmel. Das ist der Vater, zu dem wir beten sollen. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Aber er spricht ja auch noch andere Titel an. Nun, in der deutschen Übersetzung ist das leider ein wenig verschleiert wiedergegeben worden. Die Titel, die er hier ganz besonders anspricht, sind die religiösen Titel von Meister und Führer und Vater. Man könnte dazu auch euer Ehrwürden mit einbeziehen. Auch dies ist ein Titel, der den Aussagen Christi gemäß niemals auf einen Menschen angewendet werden sollte. Schauen Sie, in der griechischen Originalfassung steht hier für das Wort Lehrer, was hier gebraucht wird, das Wort Kategetes. Und das bedeutet wörtlich Führer. Nun, wir haben ja in unserer jüngsten Vergangenheit in Deutschland erkannt, was es besagen will, wenn man jemanden seinen Führer nennt und dann seinem Führer bedingungslos nachfolgt. Und nicht nur in politischer Hinsicht, denn hier war ja Adolf Hitler auch quasi schon eine Messiasgestalt, der Führer, der uns erlösen sollte von allem Übel. Christus sagt, genau das ist es, was man eben nicht tun darf. In den Versen 8 und 10 wird hier von einem Führer gesprochen, von einem Meister. Gleichwohl, wenn hier das Wort Lehrer gebraucht wird, ist dies eine unglückliche Übersetzung. Denn die Bibel sagt uns deutlich, dass die wahren Geistlichen Jesu Christi durchaus mit Lehrer bezeichnet werden können. Aber das ist ein anderes Wort im Griechischen. Schauen Sie, das griechische Wort ist Didaskalos. Ein ganz anderes Wort als dieses Wort Katagetes, das wir eben behandelt haben. Es ist also angebracht, Gottes wahre Diener, diejenigen, die das Wort predigen, das Wort vom Evangelium, des wahren Evangeliums, mit Lehrer zu bezeichnen. Aber man muss natürlich auch nach wie vor dann die Warnung in Matthäus 23 beherzigen. Vor allen Dingen auch im Hinblick darauf, dass man nicht falschen Führern, falschen Lehrern, falschen Geistlichen nachfolgen soll, wie wir jetzt gleich sehen werden. Aber zunächst einmal schauen wir uns ein paar Stellen an im Neuen Testament, wo das griechische Wort Didaskalos gebraucht wird und richtig mit Lehrer übersetzt wird. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, lesen wir die Verse 28 und 29. Und hier wird deutlich gesagt von Paulus, dass Gott die Kirche geschaffen hat zu einem Zweck. Aber es geht hier um die wahre Kirche. Nun, einige, die sagen, ja, also wenn man nicht zur katholischen Kirche gehört oder zur evangelischen Kirche, dann muss das ja bedeuten, dass man nicht in der Kirche ist. Und dann werden andere Glaubensorganisationen als Sekten bezeichnet oder möglicherweise sogar als Kulte. Nun wussten Sie, dass die neutestamentliche Kirche von den Feinden damals in der Bibel als eine Sekte bezeichnet wurde? Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, sagt uns Paulus, angefangen in Vers 28, und Gott hat in der Gemeinde, in der Kirche, eingesetzt, also Gott hat dies getan, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Und hier wird das Wort Didaskalos gebraucht. Dann Wundertäter, dann Gaben gesund zu machen oder zu heilen, zu helfen,
zu leiten und mancherlei Zungenrede. Zungenrede, eine Bezeichnung für Sprache, die Fähigkeit, in anderen Sprachen, menschlichen Sprachen zu sprechen. Vers 29, sind alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer, auch hier wiederum das gleiche Wort, sind alle Wundertäter. Also auch hier wird deutlich, dass das Wort Lehrer auf die wahren Prediger Gottes angebracht werden kann, im richtigen Zusammenhang. Auch eine weitere Stelle, eine Parallelstelle sozusagen, findet sich im Epheserbrief, Kapitel 4. Epheser Kapitel 4 und die Verse 11 bis 14. Und auch hier wird wiederum der Grund oder zumindest ein Grund erwähnt, warum überhaupt die Kirche Gottes existiert. In Epheser Kapitel 4, angefangen in Vers 11, und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Aber warum? Schauen Sie, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi, und die Kirche wird vielfach im Neuen Testament der Leib Christi genannt, dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Schauen Sie, wenn jeder so für sich bestimmen wollte, was man glauben möchte, dann kann es nie zu einer Einheit des Glaubens kommen. Die wahre Dienerschaft ist dazu ausersehen, anderen dabei zu helfen, die Wahrheit des Glaubens zu erkennen, sodass wir alle dann zur Einheit des Glaubens kommen können und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, der Erkenntnis, die Jesus Christus hat, die Erkenntnis, in der wir ja wachsen und zunehmen sollen, wie uns Petrus sagt, dass wir alle zu dieser Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, schauen Sie, damit wir nicht mehr unmündig seien, und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Also hier die Warnung ist deutlich. Man soll sich sehr in Acht nehmen, dass man nicht falschen Lehrern folgt, weil man eben noch nicht die Wahrheit genau erkannt hat. Diese Warnung findet sich auch im 2. Petrusbrief. 2. Petrus, Kapitel 2. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, fangen wir an zu lesen in Vers 1. Auch hier eine Warnung für uns heute. Ich meine, Petrus macht das ganz deutlich, dass diese Warnung für uns heute gilt. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 1. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Nun, wie kann man zum Beispiel Christus verleugnen? Dadurch, dass man ihm nicht gehorcht. Christus sagte, was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Petrus fährt fort, und die werden über sich herbeiführen ein schnelles Verderben. Und viele werden ihnen folgen. Also viele werden diesen falschen Lehrern folgen. Diesen falschen Irrlehren, die diese Lehrer lehren werden. Und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Also es geht nicht nur um falsches Lehren, es geht auch um eine falsche Lebensweise. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Es geht hier um einen Weg der Wahrheit, nicht nur um eine theoretische Erkenntnis der Wahrheit. Der Weg der Wahrheit, den man gehen soll, der aber hier von diesen falschen Irrlehrern nicht gegangen wird. Und viele werden deren Ausschweifungen folgen. Deshalb wird der wahre Weg verlästert werden. Vers 3. Und aus Habsucht, schauen Sie, hier wird eine Motivation deutlich, warum diese Irrlehrer kommen werden, um falsche Lehren zu verbreiten. Die tun dies aus Habsucht. Die wollen Geld. Und aus Habsucht werden sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Das Gericht über sie bereitet sich seit langem vor. Und ihr Verderben schläft nicht. Also wie Christus damals zu den Pharisäern seiner Zeit sagte, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? So sagt das Petrus hier auch bezüglich heutiger falscher Lehrer und Prediger, die falsche Lehren verkünden, aus Habsucht, aus anderen niedrigen Motivationen heraus. In Vers 18, im gleichen Kapitel, sagt er uns dann noch Folgendes. 2. Petrus 2 und Vers 18. Denn sie reden stolze Worte, hinter denen nichts ist.
und reizen durch Unzucht zur fleischlichen Lust diejenigen, die kaum entronnen waren, denen, die im Irrtum ihr Leben führen, und versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte des Verderbens sind. Denn wenn jemand überwunden ist, von wem jemand überwunden ist, dessen Knecht ist er geworden. Die Freiheit, so zu leben, wie man will, die Freiheit, seinen homosexuellen Neigungen nachzugehen, die Freiheit, sich an Kindern zu vergehen sexuell. Eine schreckliche Situation, die Christus hier und Petrus hier ansprechen. Schauen wir uns nun als Gegenstück 2. Timotheus an. 2. Timotheus, Kapitel 1. 2. Timotheus, Kapitel 1. Und fangen wir in Vers 8 zu lesen an. 2. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 8. Paulus sagt hier zu Timotheus, dem Evangelisten Timotheus: Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, oder man kann auch übersetzen, schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn, mit anderen Worten das Zeugnis, das Christus gegeben hat, noch schäme dich meiner, der ich sein Gefangener bin. Als Paulus diesen Brief schrieb, war er tatsächlich buchstäblich ein Gefangener Roms. Sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Christus hatte bereits schon vor Gründung der Welt und Gott der Vater hatte bereits schon vor Gründung der Welt beschlossen, dass alles dies nachher dann geschehen würde, um Menschen zum Heil führen zu können. Vers 10. Jetzt aber ist es offenbart durch die Erscheinung unseres Herrn Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Das ist das, was das Evangelium lehrt, wie man das Heil erlangen kann. Vers 11. Für das ich eingesetzt bin als Prediger und Apostel und Lehrer. Also hier werden drei Funktionen von Paulus erwähnt, die er alle innehatte. Die Funktion eines Apostel, jemanden, der ausgesandt ist in die Welt, um das Evangelium zu verkünden, als Prediger oder man könnte auch sagen Pastor und als Lehrer. Und so haben heute zum Beispiel jene, die, sagen wir einmal, als Evangelisten ordiniert worden sind, auch andere Funktionen zu erfüllen, die des Lehrers, die des Pastors. Aber hier wird das Wort Lehrer wiederum auf Paulus selbst angewandt, sodass es also nicht verkehrt ist, jemanden, der ein Prediger in der Kirche Gottes ist, einen Lehrer zu nennen. In Vers 13 fährt er fort zu sagen: Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast. Also Paulus ging nicht davon aus, dass Timotheus von sich aus alles dies erkennen konnte. Er sagt: Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Aber nun vergleichen wir wiederum als Gegenstück 2. Timotheus Kapitel 4, angefangen Vers 1. 2. Timotheus Kapitel 4 und angefangen Vers 1. Wenn jemand meint, er brauche die Kirche Gottes nicht, er kann sich selbst so die Wahrheit erdichten oder möglicherweise die Wahrheit finden durch Nachforschungen, vielleicht auf dem Internet oder in anderen Publikationen, um etwas zu finden, was die Kirche Gottes nicht lehrt. Paulus warnt davor. In 2. Timotheus 4, angefangen Vers 1. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird zu richten, die Lebendigen und die Toten, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne, mit aller Geduld und Lehre, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich an den Fabeln halten oder sich den Fabeln zukehren. Du aber, sagt Paulus zu Timotheus, du sei nüchtern in allen Dingen, leide willig,
tue das Werk eines Predigers des Evangeliums oder eines Evangelisten, wie es übersetzt werden kann, richte dein Amt redlich aus. Eine Ermahnung, die auch an uns heute ergeht von Paulus, die wir in dieses Amt hineingerufen worden sind von Gott. Aber Paulus warnt davor, dass viele, wie auch Petrus dies bereits gesagt hatte, falschen Lehrern und Lehren folgen werden, weil sie das Wort der Wahrheit nicht mehr ertragen können. Achten wir darauf, dass wir nicht in diese Falle hineinschlittern. Im Hebräerbrief lesen wir im 5. Kapitel, angefangen in Vers 11. Hebräer Kapitel 5 und angefangen in Vers 11. Denn auch hier warnt Paulus die Geschwister, dass sie schon dabei waren abzufallen zu einem gewissen Grade von der Wahrheit. Er sagt, darüber hätten wir noch viel zu sagen. Er hat gerade fundamentale Dinge angesprochen. Darüber hätten wir noch viel zu sagen, aber es ist schwer, weil ihr so harthörig geworden seid. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, ihr wart lange genug bereits in der Kirche, dass ihr bereits schon den Beruf eines Predigers hätten haben können. Die ihr längst Lehrer sein solltet, ihr habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen. Schauen Sie, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben. Durch den Gebrauch, die Anwendung, die praktische Anwendung des Wortes und die Gutes und Böses unterscheiden können. Also Paulus sagt hier zu den Hebräern, ihr seid noch nicht in der Lage, Gutes und Böses zu unterscheiden. Ihr seid immer noch in den Anfangsgründen verhaftet, haben nicht zugenommen, sind nicht gewachsen in der Erkenntnis des Herrn Jesu Christi. Nun, es gibt aber noch ein anderes Wort, das in der Bibel erwähnt wird, das auch manchmal in einigen Übersetzungen mit Lehrer übersetzt wird, aber die bessere Übersetzung ist Führer und vielfach wird auch mit Führer dieses Wort wiedergegeben. Dieses griechische Wort ist Hodegos. Und dieses Wort wird im Großen und Ganzen im negativen Zusammenhang erwähnt. Es kommt 5-mal im Neuen Testament vor. Und auch hier möchte ich diese Stellen kurz vorlesen, weil sie uns auch sehr viel mitteilen über unser Verhältnis, unser richtiges und unser falsches Verhältnis zur wahren Predigerschaft und zu einer falschen Predigerschaft. In Matthäus Kapitel 23 lesen wir angefangen in Vers 16. Matthäus 23, angefangen in Vers 16. Wehe euch, ihr verblendeten Führer. Hier wird dieses Wort erwähnt im Griechischen, was ich gerade zitiert habe. Ihr verblendeten Führer, die ihr sagt, wenn einer schwört bei dem Tempel, das gilt nicht. Wenn aber einer schwört bei dem Gold des Tempels, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden. Was ist mehr, das Gold oder der Tempel, der das Gold heilig macht? Nun, später hat Christus deutlich gemacht, dass wir überhaupt nicht schwören sollen. Aber hier waren damals die Pharisäer und die haben diese merkwürdigen Ideen gehabt, dass man bei dem Tempel, bei dem kann man schwören, das gilt aber nichts. Aber wenn man bei dem Gold des Tempels schwört, das gilt. Und er sagt, ihr seid Narren, ihr seid Blinden, ihr versteht nichts von der Wahrheit Gottes. Auch in Kapitel 15, Matthäus Kapitel 15, lesen wir die Verse 12 bis 14. Matthäus Kapitel 15. Und die Verse 12 bis 14. Christus hatte gerade erklärt, dass die Menschen ihm vergeblich dienen, weil sie nämlich nur das lehren, was Menschengebote sind und weil sie dadurch die Gebote Gottes abschaffen. Vers 12. Und da traten seine Jünger zu ihm und fragten, weißt du nicht, dass die Pharisäer an dem Wort Anstoß nahmen, als sie es hörten? Die wollten das natürlich nicht hören. Heute wollen Prediger, die uns sagen, das Gesetz Gottes sei abgeschafft, nicht hören, dass jemand ihnen sagt, ihr lehrt Unwahrheiten. Das wollen die nicht hören, da werden die dadurch erbost. Christus antwortete und sprach in Vers 13, alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, die werden ausgerissen.
Alle die, die uns heute weismachen wollen, das Gesetz Gottes sei abgeschafft, sind Pflanzen, die Gott der Vater nicht gepflanzt hat. Und die werden ausgerissen. Und Christus fährt fort zu sagen, lasst sie, in Vers 14, sie sind blinde, blinden Führer. Wenn aber ein Blinder den anderen führt, so fallen sie beide in die Grube. Und wie wahr ist das? Christus sagt zu denen, die lehren, das Gesetz Gottes sei abgeschafft, weicht von mir, die ihr das lehrt, was eine Übertretung des Gesetzes ist. Denn das Gesetz gilt nach wie vor. Und wenn man anderen lehrt und andere dahingehend belehrt, das Gesetz sei abgeschafft, dann ermutigt man sie ja auch dann dazu, das Gesetz zu brechen. Warum gibt es diese Skandale in der katholischen Kirche heute? Warum? Fragen Sie sich einmal und gehen Sie näher auf den Grund dieser Skandale ein in Ihren Gedanken. Nun, im Apostelgeschichte, im Buch der Apostelgeschichte, lesen wir Kapitel 1, angefangen Vers 17. Auch hier wird etwas sehr Interessantes gesagt. Es geht nämlich um, dann fangen wir in Vers 15 an. Apostelgeschichte 1, angefangen in Vers 15. Es geht nämlich hier um den Judas Ischariot, der Christus verriet und der dann sich selbst umbrachte, als er erkannte, was er getan hatte. In Apostelgeschichte 1, in Vers 15 lesen wir, denn in den Tagen trat Petrus auf unter den Brüdern. Es war aber eine Menge beisammen von etwa 120 und sprach, ihr Männer und Brüder, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, diesen Judas Ischariot, der denen den Weg zeigte, die Jesus gefangen nahmen. Nun, wo es heißt hier, den Weg zeigte, im Griechischen steht das Wort für Führer. Mit anderen Worten, der jene führte oder der denen ein Führer wurde, die Jesus gefangen nahmen. Aber wir sehen natürlich den negativen Beigeschmack hier. Und dann wird Judas beschrieben, dass er hier sich dann umbringt und dann wird ein anderer erwählt, der den Platz Judas als ein Apostel einnimmt. Und dann schauen wir uns noch eine weitere Stelle an. Im Römerbrief, Kapitel 2. Und auch das ist sehr wichtig für uns heute zu verstehen. In Römer Kapitel 2, angefangen Vers 17. Da heißt es, wenn du dich aber Jude nennst, und heute sind wahre Christen, geistliche Juden. Das gilt also genauso gut für uns, wie damals für die Juden, die Paulus hier anspricht. Wenn du dich aber Jude nennst und verlässt dich aufs Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen, wir sehen also hier den Zusammenhang zwischen dem Gesetz Gottes und seinem Willen tun, und prüfst, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, hört sich nicht so an, dass Paulus sagt, das Gesetz sei abgeschafft, weil das Beste oder was das Beste zu tun sei. Schauen wir uns dies noch einmal an. Er sagt, du verlässt dich aufs Gesetz, du rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und prüfst, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, was das Beste zu tun sei. Und maßt dich an, schauen Sie, und maßt dich an, ein Leiter der Blinden zu sein. Hier auch wiederum das griechische Wort für Führer, ein Führer der Blinden zu sein. Aber denken wir an die Blindenführer, die zusammen mit den Blinden in die Grube fallen. Du maßt dich an, ein Licht derer zu sein, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, weil du im Gesetz die Richtschnur der Erkenntnis und Wahrheit hast. Auch hier wiederum deutlich, dass Paulus nicht sagt, das Gesetz sei abgeschafft. Aber hier ist das Problem, in Vers 21. Du lehrst nun andere und lehrst dich nicht selber. Du predigst, man solle nicht stehlen und du stiehlst. Du sprichst, man solle nicht Ehe brechen und du brichst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und beraubst ihre Tempel. Du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Wenn wir das Gesetz Gottes übertreten, dann schänden wir Gott, gemäß den Aussagen des Paulus. Diejenigen, die heute uns lehren, das Gesetz Gottes sei abgeschafft. Man kann sich an menschliche Traditionen halten. Man brauche das Gesetz Gottes nicht mehr zu halten. Die schänden Gott. Wollen wir solchen folgen?
schauen wir, wie Paulus weiter schreibt. Denn euretwegen, Vers 24, wird Gottes Name gelästert unter den Heiden, wie geschrieben steht. Also hier geht es um jene, die sich anmaßen, ein Führer sein zu wollen. Aber sie sind nichts weiter als Blindenführer, die durch ihr Verhalten andere mit sich in die Grube reißen. Das sind sehr ernstzunehmende Warnungen. Wir sollten diese Warnungen ernst nehmen. Wir sollten sie nicht einfach ignorieren. Und wenn Christus in diesem Zusammenhang sagt, nenn keinen Vater auf Erden, sollten wir keinen auf Erden Vater nennen im Hinblick auf ein religiöses Amt oder Meister oder Führer oder Euer Ehrwürden oder wie immer diese Titel alle heißen. Es sind dies Titel, die von Stolz herrühren, die eine klare Verdrehung des Wortes Gottes sind. Nun, ich hatte am Anfang gesagt, wie sieht es dann mit Predigen aus? Viele wollen heute predigen. Viele meinen heute, sie hätten die Berufung erhalten, von Gott irgendwie durch nebulöse Umstände ein Prediger zu sein, ein Lehrer zu sein, andere zu belehren über das Wort Gottes. Nun, denken wir an die Warnung, die Jakobus hier ausspricht, im Jakobus Kapitel 3. Ich frage mich manchmal, ob die, die so gerne Prediger sein wollen, obwohl sie nie dazu ordiniert worden sind, ob sie jemals diese Schriftstelle in Jakobus Kapitel 3 gelesen haben. Jakobus Kapitel 3 in Vers 1. Liebe Brüder, sagt Jakobus hier, Jakobus der Halbbruder Jesu Christi, liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden. Und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Wir werden nach dem beurteilt werden, wie wir lehren, was wir lehren. Und wie gesagt, schänden wir Gott dadurch, dass wir anderen die Übertretung des Gesetzes lehren? Wir werden ein strengeres Urteil empfangen. Seien wir sehr vorsichtig, wenn wir versuchen wollen, andere über Gottes Wort zu belehren und gleichzeitig selbst nicht willens sind, es zu halten. In 1. Petrus Kapitel 5. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, fange ich an, in Vers 1 zu lesen. 1. Petrus, Kapitel 5 und Vers 1. Die Ältesten, also die Prediger, die Ältesten unter euch ermahne ich, sagt Petrus, der Mitälteste und sogar der Zeuge der Leiden Christi, der war ja gegenwärtig und hat ja alles mit angesehen, was Christus zugefügt wurde, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Vers 2, weidet oder führt oder leitet oder lenkt die Herde Gottes, den Leib Gottes, die Gemeindemitglieder, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnes willen oder aus Habsucht, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde. Oh, ich bin der Heilige Vater und mir muss jeder gehorchen. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Wenn Sie sich die Geschichte der katholischen Kirche einmal näher betrachten, und wenn Sie sehen, wie viele Päpste unglaubliche Verbrechen begangen haben, ihre eigenen Kinder umgebracht haben, Liebhaber von Frauen geworden sind und dann die Männer umgebracht haben, kann man wirklich sagen, die haben sich als Vorbilder der Herde ausgewiesen? In Vers 4 lesen wir, so werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte Jesus Christus, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Aber um Missverständnissen vorzubeugen, sicherlich sollen die Prediger nicht die Herren der Herde sein, fährt aber Petrus fort zu sagen in Vers 5, desgleichen ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Soweit wie es in Harmonie ist mit dem, was Gottes Wort uns sagt. Schauen wir uns auch 2. Korinther, Kapitel 1 an.
2. Korinther Kapitel 1 und Vers 24. Und wenn wir heute Prediger zuhören sollten, so soll dies auch eine Warnung an Sie sein, sich nicht so zu verhalten, wie viele es gerne tun möchten und vielleicht auch in der Vergangenheit getan haben, aber was dem nicht entspricht, was die Bibel sagt. 1. Korinther oder vielmehr 2. Korinther Kapitel 1 und Vers 24. Da sagt nämlich Paulus nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Wir sind Gehilfen, wir sind diejenigen, die euch helfen, den Glauben zu erkennen und dann auch im Glauben zu bleiben. Denn er fährt fort zu sagen, denn ihr steht im Glauben. Aber die stehen deshalb im Glauben, weil ihnen der Glaube mitgeteilt worden ist, gelehrt worden ist, wie Paulus ja vorher gesagt hat. Aber schauen wir uns auch wiederum hier die Warnung an in Judas Kapitel 1 und die Verse zunächst einmal 3 bis 5. Judas, es gibt ja hier nur ein Kapitel, und die Verse 3 bis 5. Da schreibt Judas, ein weiterer Halbbruder Jesu Christi. Ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für allemal den Heiligen überliefert ist. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen. Wo haben die sich eingeschlichen? Die haben sich in die Kirche eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn, Jesus Christus. Er schreibt dann in Vers 5. Ich will euch aber erinnern, obwohl ihr dies alles schon wisst oder zumindest wissen solltet, dass der Herr, nachdem er dem Volk, das eine Mal aus Ägypten geholfen hatte, das andere Mal die umbrachte, die nicht glaubten, die dem Wort Gottes nicht glaubten. Und Glaube und Gehorsam gehen Hand in Hand. Wir lesen in Vers 17 im gleichen Buch. Judas Kapitel 1 und Vers 17. Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus, als sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit, der Endzeit, Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben. Die haben Gottes Geist nicht, auch wenn sie von sich vorgeben, Geistliche zu sein. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, sagt uns Christus. Es geht darum, dass diejenigen, die dazu ordiniert worden sind, und zwar von der Kirche Gottes ordiniert worden sind, predigen sollen, das Wort Gottes predigen sollen. Grundsätzlich gesehen sollen sich andere sehr davor in Acht nehmen, das Wort Gottes zu predigen, weil sie eben die Tiefe der Erkenntnis noch nicht erlangt haben. Aber es gibt natürlich eine sehr wichtige Ausnahme, und die findet sich im 1. Petrus, Kapitel 3. Im 1. Petrusbrief und Kapitel 3 lesen wir die Verse 14 bis 16. 1. Petrus, Kapitel 3 und die Verse 14 bis 16. Da sagt Petrus, und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig oder seid ihr gesegnet. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschrecket nicht. Heiliget aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Das kann sich auf Autoritäten beziehen, Staatsoberhäupter, das kann sich aber auch auf Diskussionen beziehen, auf Fragen beziehen, die, sagen wir mal, ihre Freunde, ihre Verwandten an sich stellen. Vers 16, und das mit Sanftmut und Gottesfurcht, und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Es geht also hier darum, dass man eben sich richtig verhält, sodass dann nicht irgendwie
eine berechtigte Verurteilung erfolgen kann, dass man zwar das eine sagt, aber das andere tut. Nun, die gute Nachricht übersetzt diese Stelle im 1. Petrusbrief im 3. Kapitel ein bisschen besser. Sie schreibt hier in Vers 15, ehrt Christus in euren Herzen als euren Herrn. Seid immer bereit zu antworten, wenn euch jemand nach einer Erklärung für eure Hoffnung fragt. Also jemand fragt sie. Ich meine, sie provozieren dieses Gespräch nicht herauf, aber jemand fragt sie, der erkannt hat, dass sie gewisse Dinge tun oder nicht tun. Dann sollen sie natürlich dazu in der Lage sein, eine Erklärung abzugeben für ihre Hoffnung. Aber tut es taktvoll, sagt es, heißt es hier, und in Verantwortung vor Gott, als Leute, die ein gutes Gewissen haben. Damit stopft ihr allen den Mund, die schlecht über eure Leben als Christen sprechen. Schauen Sie, man kann antworten, wenn man gefragt wird, aber man soll es taktvoll tun. Man soll sich bewusst sein, dass man auch die Perle nicht vor die Säue schmeißen soll. Und meistens sind weniger Worte besser als viele Worte. Nun, wie verhält es sich nun mit Frauen? Sollen Frauen lehren? Haben die die Befugnis zu lehren, Gottes Wort zu lehren? Und wenn ja, wie? Schauen wir uns eine Stelle an im Titusbrief. Titus, Kapitel 2. Titus, Kapitel 2, angefangen in Vers 1. Titus, Kapitel 2, angefangen in Vers 1. Und ich lese die Verse 1 bis 5. Du aber rede, wie es sich ziemt, nach der heilsamen Lehre. Den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt. Nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben, sie sollen aber Gutes lehren. Und die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen seien, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Also es wird hier schon gesagt, im Zusammenhang, dass in diesem Falle ältere Frauen, jüngere Frauen belehren sollen, unter anderem dahingehend belehren sollen, ihre Männer zu lieben. Schauen Sie, Gott erwartet von Mann und von Frau gegenseitige Liebe. Männer sind angehalten, ihre Frauen zu lieben. Im Epheserbrief, schauen wir uns dies kurz in Kapitel 5 einmal an, das ist eine sehr wichtige Ermahnung, die Paulus uns hier gibt, in Epheser Kapitel 5 und in Vers 25 zunächst einmal. Epheser Kapitel 5 und Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Vers 28, so sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Und dann Vers 33, darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber ehre oder respektiere den Mann. Schauen Sie, das ist die Ermahnung, die Anweisung, die Paulus hier den Männern gibt. Aber im Titusbrief wird ein Umkehrschluss vor Augen geführt. Denn hier wird gesagt, dass die alten Frauen, die jüngeren Frauen dazu anhalten sollen, ihre Männer zu lieben. Also Liebe ist notwendig, von beiden Parteien ausgehend. Wird die Frau von ihrem Mann aufrichtig geliebt, dann wird sie diese Liebe erwidern. Ein Problem entsteht, wenn der Mann seine Frau nicht liebt, nicht genug liebt, stattdessen seine Position ihr gegenüber missbraucht. Aber wieso sagt Paulus hier im Titusbrief, dass das Wort Gottes verlästert wird, wenn sich die Frauen ihren Männern nicht unterordnen? Und das ist ein Kapitel, das natürlich heute viele Frauen nicht gerne hören möchten, dass sie sich ihren Männern unterordnen sollen. Aber das Wort Gottes wird verlästert, wenn sie es nicht tun, weil Gott es ihnen befiehlt. Gott befiehlt es in seinem Wort, dass sich Frauen den Männern unterordnen sollen, in richtiger Weise. Nun, wenn Männer ihre Frauen wahrhaftig lieben, dann liegt es ihnen sicherlich fern, von ihnen zu fordern, was für sie und für ihre Familie schädigend ist. Und dann können natürlich sich die Frauen auch ihren Männern ruhigen Gewissens unterordnen. Wie ich dies des Öfteren bereits gesagt habe, man darf natürlich niemals einem Gebot Folge leisten, egal woher dieses Gebot kommt, wenn es dem Wort Gottes widerspricht.
Aber schauen Sie, die Tatsache, dass Paulus hier sagt, dass Frauen lehren können, Gutes lehren können, besagt eben nicht, dass sie es in der Kirche tun dürfen, in der Gemeindeversammlung. Das, sagt Paulus ganz eindeutig, ist nicht im Sinne Gottes. Und schauen Sie, heute gibt es sogar in Deutschland, der katholischen oder vielmehr der evangelischen Kirche, die merkwürdige Situation, dass das höchste Oberhaupt, der höchste Pastor sozusagen, der evangelischen Kirche eine Frau ist. Das entspricht absolut nicht dem, was uns die Bibel befiehlt. Wie kommt es, dass die evangelische Kirche über diese Stellen einfach, die ich jetzt lesen werde, hinweggeht? Als ob das keinerlei Bedeutung mehr hat für uns heute. Es hat sehr große Bedeutung. In 1. Timotheus Kapitel 2. 1. Timotheus Kapitel 2 lesen wir die Verse 11 bis 15. 1. Timotheus Kapitel 2, die Verse 11 bis 15. Da sagt Paulus Folgendes. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Nun, wie ich sagte, dies ist eine Stelle, die sich auf die Gemeindeversammlung bezieht. In der Lutherbibel, die ich hier habe, wird nämlich diese Stelle eingeleitet mit der Überschrift Männer und Frauen im Gottesdienst. Darum geht es. Wie soll man sich im Gottesdienst verhalten? Sollen Frauen im Gottesdienst aufstehen und andere belehren wollen? Hier sagt Paulus, eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre in der Kirche. Auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber hat sich zur Übertretung verführen lassen. Sie wird aber selig werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung. Schauen Sie, es ging ja darum, dass Eva sich verführen ließ, von dem Teufel das Wort Gottes zu übertreten. Gott hatte ihnen ja genau gesagt, wie sie leben sollten, dass sie zum Beispiel von dem Baum der Erkenntnis nicht essen sollten. Man könnte sagen, Satan kam jetzt in einem religiösen Gottesdienst sozusagen, ein falscher Lehrer natürlich, und hat jetzt die Eva dahingehend verführt, dass sie das Wort Gottes übertreten sollte, damit sie dann geistliches Wissen erhalten könnte. Paulus schreibt auch etwas Ähnliches im 1. Korintherbrief in Kapitel 14 und die Verse 33 bis 35 und dann auch in Vers 40. 1. Korinther, Kapitel 14 und angefangen in Vers 33. Er sagt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Auch hier geht der Zusammenhang darum, dass es hier um Gemeindeversammlungen geht. In vielen Bereichen wird heute in gewissen Kirchen es zugelassen oder sogar gewünscht, dass Frauen aufstehen, mitten in der Versammlung und dann anfangen, über gewisse Dinge zu reden, zu predigen. Paulus sagt, das ist nicht ein Gott der Unordnung, den wir haben, sondern des Friedens. Wie in allen Gemeinden der Heiligen, schauen Sie, darum geht es, sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung. Denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden. Sie sollen also nicht predigen. Hallo? Wie sieht es denn mit den Pasteuren in der evangelischen Kirche aus, die das total ablehnen? Die sollen eben nicht predigen, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wollen sie aber etwas lernen, so sollen sie daheim ihre Männer fragen. Es steht der Frau schlecht an, in der Gemeinde zu reden. Entweder man glaubt das, befolgt das, was die Bibel sagt, oder man schmeißt die Bibel raus aus seiner Wohnung. Aber glauben Sie wirklich, dass dann, wenn Sie denen folgen, die Ihnen etwas anderes lehren als das, was die Bibel sagt, dass Sie da irgendwie Aussicht haben auf geistlichen und geistigen Erfolg? Die Lehre ist klar. Frauen ist es nicht gestattet, in Kirchen zu sprechen, zu lehren, zu predigen, sondern sie sollen vielmehr ihren Mann zu Hause fragen. Nun, es geht um die Gemeindeversammlung. Es geht nicht unbedingt darum, dass wenn, sagen wir mal, nach der Versammlung Menschen dann zusammenkommen und zu sprechen, darum geht es nicht. Es geht, dass die Frau in der Gemeindeversammlung im Gottesdienst eben nicht predigen soll. Nun, um den Mann natürlich nach gewissen geistlichen Dingen fragen zu können, setzt voraus, dass der Mann diese Wahrheiten kennt. Und wenn er sie nicht kennt, dann soll er sich vom Prediger belehren lassen, damit er die Wahrheiten erkennen kann.
Es ist richtig, dass im Alten Testament hin und wieder von Prophetinnen gesprochen wird. Es ist auch richtig, dass im Neuen Testament es eine Stelle gibt, die andeutet, dass eine Zeit kommen wird, in der junge Frauen wieder prophezeien werden. Aber diese Bibelstellen, die Tatsache, dass es in der Zukunft dazu kommen wird, dass junge Frauen Visionen haben werden, die kann man nicht jetzt als Rechtfertigung dazu nehmen, zu sagen, ja, aber die klaren Bibelstellen, die Paulus hier aufzeigt, dass eben Frauen in der Kirche nicht predigen sollen, die kann man dadurch einfach ignorieren. Nun, einige weisen auf Apostelgeschichte 18 hin und sagen, ja, aber hier ist das ja auch geschehen. Hier haben ja auch ein Mann und eine Frau einen anderen Juden belehrt über geistliche Wahrheiten. Nun, das ist richtig, aber schauen wir uns den Zusammenhang an. Apostelgeschichte 18, angefangen in Vers 24. Apostelgeschichte 18 und Vers 24. Es kam aber nach Ephesus ein Jude mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, ein beredter Mann und gelehrt in der Schrift. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennend im Geist und lehrte richtig von Jesus, wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Eine sehr merkwürdige, paradoxe Situation. Das gibt es nämlich auch noch andere Stellen, wo Paulus mit Leuten in Kontakt geriet und die kannten nur die Taufe des Johannes. Das war eine Taufe zur Reue. Aber es gab natürlich auch die Taufe, die wichtig ist mit dem Heiligen Geist, dass man den Heiligen Geist erhält. Diese Taufe predigte und übte Johannes damals nicht aus. Und als Paulus dies erkannte, da hat er sie vom Heiligen Geist belehrt, von der Tatsache, dass Jesus unser Heiland ist, der uns den Heiligen Geist vom Vater gibt. Und dann hat er sie in der richtigen Weise getauft und hat dann denen die Hände aufgelegt und dann erhielten sie den Heiligen Geist. Schauen Sie, und hier dieser Apollos, der hatte auch noch nichts vom Heiligen Geist gewusst oder von der Taufe mit dem Heiligen Geist, Vers 26, und er fing an, frei und offen zu predigen in der Synagoge. Als ihn Aquila und Priscilla hörten, ein Ehepaar, da nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Es ist deutlich, dass sie nicht in der Synagoge aufstanden und jetzt eine große Diskussion begannen mit dem Apollos hier, sondern es heißt, sie nahmen ihn zu sich, scheinbar zu sich nach Hause, haben in einem privaten Gespräch mit ihm diese Dinge beredet. Es wird auch nicht klar hier, in welchem Umfang die Frau Apollos erklärte oder ob sie ihren Mann lediglich zustimmte. In jedem Fall ist es aber bemerkenswert, dass dies nicht öffentlich geschah, nicht in der Gemeindeversammlung geschah, sondern eben privat zu Hause. Nun, diese Stellen, die Paulus hier anführt, bezüglich der Lehre, die eben nicht durch eine Frau geschehen soll, die ist heute in der medialen Welt auch in der Weise zu verstehen, dass kirchliche Organisationen, die jetzt über Radio, über Fernsehen, über die Printmedien, über das Internet das Wort Gottes verkünden, die sollten auch dazu nicht Frauen benutzen, denn das kommt ja dem Predigen in der Gemeindeversammlung gleich. Das sollte eben auch nicht der Fall sein und Frauen sollten auch nicht individuelle Webseiten sich erstellen, wo sie dann das Wort Gottes predigen. Frauen sind eben dazu nicht berufen. Ich möchte kurz einmal vorlesen, wie einige Kommentare hier diese Stellen beschreiben. Zunächst einmal zurückgehen auf diese Stelle in Titus, wo es heißt, dass ältere Frauen jüngere Frauen lehren sollen. Da schreibt der Kommentar von Rienicker folgendes. In Titus Kapitel 2 ist von alten Frauen gesagt, dass sie ihren Kindern und Enkeln und sonst innerhalb der Familie durch Rat, Tat und Vorbild gute Lehrerinnen sein sollen. Das hat jedoch nichts mit öffentlichen Vorträgen in der Gemeinde zu tun, die Paulus ihnen untersagt. Schauen Sie, ein Kommentar, der sehr leicht zugänglich ist heute, der das genauso sieht und richtig erklärt. Warum die evangelische Kirche dies total ablehnt, das muss sie uns einmal näher deutlich machen. Rienickers Lexikon zur Bibel schreibt auch Folgendes im Hinblick auf die Idee, dass Frauen predigen könnten. Frauen prophezeien zwar, und er weist hier auf Apostelgeschichte 21 und Vers 9 hin, doch nur Männer werden ausdrücklich als Propheten erwähnt. Zu lehren, das heißt, das Amt des Lehrers in der Gemeinde einzunehmen,
gestattet Paulus der Frau nicht. Etwas anderes ist es, wenn Apollos von Aquila und Priska im gemeinsamen Gespräch, genauer in der Lehre Gottes, eingeführt wird. Und dann gibt es einen weiteren englischsprachigen Kommentar von Jameson, Fawcett und Brown. Und die kommentieren die Stelle in 1. Timotheus 2 wie folgt. Lernen, nicht lehren. Sie sollte vor der Öffentlichkeit nicht einmal Fragen stellen. Aber es geht hier wiederum um die Gemeindeversammlung, eine Predigt, die gehalten wird in der Gemeindeversammlung. Sie kann lehren, fügen dann die Kommentare hier hinzu, doch nicht öffentlich. Es geht also hier wiederum auch um die Tatsache, dass in einem privaten Gespräch scheinbar der Apollos dann näher über die Wahrheit unterrichtet wurde. Wie ich sagte, Eva wurde verführt von Satan, Gottes Wort zu brechen. Und sie hat dann natürlich diese falsche Lehre an Adam weitergegeben. Nein, der war nicht verführt. Aber der hat Adam, oder vielmehr der hat Eva gehorcht und hat sich dann ihrem Vorbild angepasst. Eine Warnung für uns heute. Im 1. Korintherbrief findet sich eine interessante Stelle zum Abschluss, die uns deutlich macht, dass eben Frauen sich ihren Männern unterordnen sollen. Und dazu gehört eben auch, dass sie nicht in Gemeindeversammlungen predigen dürfen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, lesen wir in Vers 7. Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken. Nun, es geht hier darum, wenn man weitere Stellen liest, dass ein Mann keine langen Haare tragen soll. Nun, hier, wir können uns diese Stelle gleich anschauen in Vers 14. 1. Korinther 11, Vers 14, da sagt nämlich Paulus, lehrt euch nicht auch die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt. Nun, heute lehrt einem das die Natur scheinbar nicht mehr, wenn man sich so manche anschaut. Aber das ist eine biblische Verordnung. Ein Mann soll eben kein langes Haar tragen. Lang in dem Sinne, dass man nicht mehr erkennen kann, ob der Mann ein Mann ist oder eine Frau. Aber zurückgehend zu Vers 7 in 1. Korinther 11, da heißt es, der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, denn er ist Gottes Bild und Abglanz. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Und der Mann ist nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Es ging ja darum, zunächst einmal hat Gott Adam erschaffen. Natürlich schon von vornherein mit der Absicht, Eva zu erschaffen. Aber gleichwohl hat er zunächst einmal Adam erschaffen und dann Eva aus der Rippe Adams. Und so heißt es dann weiter in Vers 10, darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben um der Engel willen. Auch hier ist mit Macht gemeint, dass man längeres Haar tragen soll. Denn wie gesagt, in Vers 15 sagt nämlich Paulus deutlich, nachdem er gesagt hat, es ist für den Mann eine Unehre, wenn er langes Haar trägt, da sagt er in Vers 15, aber für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar hat. Das Haar ist ihr als Schleier gegeben. Es geht also nicht darum, dass ein Mann, wenn er jetzt betet, einen Hut auf dem Kopf tragen soll. Im Gegenteil, er soll natürlich einen Hut abnehmen. Das ist allein schon Respekt und Ehrfurcht vor Gott. Und eine Frau soll auch nicht unbedingt einen Schleier tragen, sondern das lange Haar ist ihr als Schleier gegeben. Aber schauen Sie, es geht hier darum, dass die Frau des Mannes Abglanz ist, dass der Mann nicht von der Frau geschaffen wurde, sondern die Frau vom Mann. Die Frau ist von Gott geschaffen worden, um dem Mann zu helfen, nicht um seine Rolle zu übernehmen. Und es geht hier auch um das Predigen der Wahrheit Gottes. Ordinierte Geistliche sind dazu berufen, das Wort Gottes zu predigen. Andere nicht. Es sei denn in einem persönlichen Gespräch, wenn man befragt wird über die Wahrheit. Und in der Kirche, in der Gemeindeversammlung, sollen eben Frauen nicht predigen. Darin hat die katholische Kirche recht, wenn sie sagt, dass Frauen nicht zum Predigeramt ordiniert werden sollten. Sie hat natürlich sehr großes Unrecht, wenn sie die ganzen Jahre hindurch die schändlichen Verbrechen, die von Priestern in der Kirche an Jugendlichen begangen worden sind, ignoriert hat oder versucht hat, sie zu verheimlichen. Ich hoffe, ich habe heute ein wenig Klarheit Ihnen gebracht bezüglich dessen, was die Bibel sagt über das Predigen, über unser Verhältnis zu der Predigerschaft, die Bedeutung der Predigerschaft, aber auch die Warnung an die Predigerschaft und die Tatsache, dass wir uns sehr davor hüten sollen, falschen Lehrern zu folgen, die uns das Wort Gottes in verdrehter Weise darbringen oder total ignorieren. Gott warnt uns, dass wir uns vorsehen sollten und dass wir die respektieren sollen, die uns die Wahrheit gemäß des Wortes Gottes in richtiger Weise
nahebringen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.